Ernährung für Körper, Seele und Geist. Da habe ich eben einen Kollegen angetroffen, der hat gesagt, ja, seine Großmutter würde jetzt Rohkost essen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie es der Großmutter denn eben gehe. Und dann hat er gesagt, ja, seit sie jetzt wieder hören kann und sehen kann, hat sie das Testament schon dreimal abgeändert. Am Anfang haben wir gekocht. Und da ging es darum, dass es gut schmeckt, dass es günstig zubereitet ist und dass die Gäste wieder kamen. Aber ob es den Gästen bekommt, ob es dann eben tatsächlich für ihre Gesundheit zuträglich war, das hat uns eigentlich gar nicht groß interessiert, denn davon wussten wir herzlich wenig. Wir hatten keine Ahnung, was die Ernährung auf den Körper, auf die Seele und auf den Geist für einen Einfluss hatten, weil da wurden wir leider nicht ausgebildet. Wir wurden ausgebildet, wie man mit Töpfen umgeht, wie man das Zeug klein schneidet, was man für Gewürze dazu tut, und der Rest war uns gar nicht so sehr wichtig. Was ist der eigentliche Grund? Der eigentliche Grund ist, wir übernehmen Information und Energie. Dazu essen wir. Der Mensch geht, wenn er abgestillt ist, zu einer anderen Spezie, zieht er die Milch aus dem Euter und trinkt die. Das macht kein Tier. Ich habe noch nie einen Affen gesehen, der eine andere Spezie milkt, der Antilopen milkt, die Milch trinkt, damit er stark und groß wird. Und da, wo der höchste Konsum an Milchprodukten ist, da ist auch die höchste Osteoporoserate. Wenn wir irgendein Essen essen, weil wir sagen, jetzt gehen wir gut essen und ein gutes Ding, ein schönes Stück Fleisch mit weiß ich was, das soll, ja. Da muss einer sterben. Weil sonst kriegen sie kein Fleisch. Für den ist es tödlich, wenn wir gut essen gehen. Was sagt ihre Seele dazu? Und dann kriegen sie etwas, womit sie zwei, vielleicht drei Sinne bedienen. Wenn überhaupt den Gesichtssinn, den Geruchssinn und den Geschmackssinn. Und alle anderen leiden darunter, inklusive ihre Seele. Dann sage ich zu meiner kleinen Tochter, du sag mal, was hast du da für ein Büchlein? Komm, zeig mir mal das Büchlein. Dann kommt sie, dann schlage ich das Buch auf und dann heißt es, wenn sie mit Gott kommunizieren wollen, dann müssten sie auf Fleisch, Alkohol und Nikotin verzichten. Wie gesagt, es ist mir eine Leidenschaft, all das Schöne und Tolle, das ich kreieren durfte und erfinden durfte in der veganen Rohkostküche, dass ich das anderen Menschen zeige, wie das geht. Das ist meine Leidenschaft, das mache ich unheimlich gerne.